Wenn man sich die Probleme anguckt, die Städte heute haben, dann resultieren die maßgeblich aus der Nachkriegsära, aus der autogerechten Stadt. Jedenfalls, wenn wir auf die Freiräume gucken, aber letztendlich auf das gesamte städtische Gefüge. Wir müssen uns überlegen, andere Wege, andere Maßnahmen, andere Verkehrsangebote als bisher. Und fast noch wichtiger ist auch ein Wandel in den Köpfen. Also ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns Gedanken machen über die Gesamtstruktur, die ganzheitliche Struktur unserer Städte. Die Stadtentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg war eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass wir die Städte sehr funktional getrennt entwickelt haben. Also wir haben versucht, verschiedene Stadtbereiche in sich zu optimieren, also das optimale Wohnviertel, das optimale Industriegebiet, die Innenstädte, die im Handel vorbehalten waren, und dann diese verschiedenen getrennten Gebiete verknüpft haben. Und da war natürlich das Modell der letzten Jahrzehnte das Auto. Die Städte wurden nach dem Leitprinzip dieser autogerechten Stadt entwickelt. Die Autos haben Vorrang, der Flow der Autos hat Vorrang und alles andere ist dem nachgeordnet. Wir haben die autogerechte Stadt lange Zeit einfach als genauso ist es wahrgenommen. Nicht etwas, was selbst konstruiert wurde oder was einem Leitbild einer Zeit folgte, sondern es war einfach Realität in den Städten. Über lange Zeit hat man immer noch im Sinne des Autos gedacht und überall, wo Stau entstanden ist, war die erste Lösung, okay, wenn wir Stau haben, dann gibt es nicht etwa zu viele Autos, sondern es gibt zu wenig Verkehrswege, also müssen wir die Verkehrswege ausbauen. Da sind wir längst an die Grenzen gekommen in den meisten Städten und daher ist die Überlegung eher in die Gegenrichtung, wie können wir weniger Autoverkehr bekommen, wie können wir das realisieren, wie können wir auch wieder Platz für zu Fuß gehende und radfahrende Menschen schaffen. Das heißt, die Mobilitätswende spielt eine große Rolle und wir gehen davon aus, dass wir viel Fläche auch zurückgewinnen können für den städtischen Raum, für das Leben in Städten. Und damit ist eben auch verbunden eine Neustrukturierung von Räumen in der Stadt, gerade von den verkehrsdominierten Räumen. Und die können wir zurückgewinnen für andere Mobilitätsarten, aber natürlich für Grünräume auch. Ein wesentlicher Lösungsansatz ist, dass wir den ganzen Verkehr ja erstmal als soziales Phänomen begreifen. Menschen sind unterwegs, um irgendwelche Ziele zu erreichen, um Geld zu verdienen, um sich mit anderen auszutauschen, um einzukaufen, um einfach nur zu flanieren. Und auf diese Bedürfnisse müssen wir dann stärker eingehen und schauen, wo wir die Menschen mit ihren Bedürfnissen abholen. Die wenigsten Menschen haben das Bedürfnis, Auto zu fahren als solches, sondern für die allermeisten ist das erstmal Mittel zum Zweck. Und wenn sie den gleichen Zweck mit vergleichbarem Aufwand oder vergleichbarem Komfort mit anderen Verkehrsmitteln erreichen, dann ist das für die meisten auch in Ordnung. Und da müssen wir auch stärker in die Köpfe bekommen, dass die Menschen lernen, jeweils für ihren konkreten Zweck, wo sie gerade hin möchten, das richtige Verkehrsmittel zu wählen und ihnen das dann auch zur Verfügung zu stellen. Entscheidend ist, dass wir versuchen, Teilbereiche, Quartiere zu entwickeln, die eben möglichst viele urbane Funktionen umfassen. Und dann aber sie untereinander sehr effizient mit öffentlichem Nahverkehr zu vernetzen. Städte haben heute ganz andere Herausforderungen zu bewältigen, als das noch der Fall vor 3 oder 4 Jahrzehnten war. Der demografische Wandel ist ein ganz zentrales Problem. Das heißt, die Gesellschaft altert. Aber sie altert nicht nur, sondern die Haushaltsstrukturen haben sich völlig verändert. Die klassische Kleinfamilie macht heute nur noch 1/7 aller Haushalte aus. Das heißt, wir haben kleine Haushalte, Singles, Paare, Alleinerziehende. Und die stellen natürlich ganz andere Anforderungen an die Stadt.
Ein Problem, was damit auch zusammenhängt, ist natürlich, sind auch soziale Disparitäten. Also wenn die Stadt immer teurer wird, was ja tendenziell der Fall ist, weil Wohnraum knapp ist, dann führt es natürlich dazu, dass diejenigen, die weniger Geld haben, sich die Stadt nicht mehr leisten können, dass die Stadt sozusagen nur noch eine Stadt für Wohlhabende ist. Wir haben ja Fälle in Europa, wenn wir auf die Innenstadt von London schauen, die Innenstadt von Paris, die kann sich sozusagen ein Normalverdiener nicht mehr leisten. Das heißt, wir müssen auch Wege finden, wie wir für unterschiedliche gesellschaftliche, soziale, ökonomische Gruppen Angebote in der Stadt entwickeln können und gleichzeitig aber natürlich die Stadt eben auch als klimagerechte Stadt weiterentwickeln können. Wir können Städte eigentlich nur anstupsen. Wir machen keine Auftragsplanung, aber wir machen Projekte, die noch nicht an Büros herausgegeben würden, weil sie eben schon auf längere Zeiträume angelegt sind. Und wir versuchen damit auch in den politischen Raum Ideen hineinzutragen, die vielleicht sonst gar nicht dort wären, und natürlich auch Lösungskonzepte anzubieten. Wir beschäftigen uns in dem Studiengang Umweltmanagement und Stadtplanung in Ballungsräumen ja mit allem, was heute Stadt ausmacht, die Zukunft der Stadt ausmacht. Das heißt, dass wir Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten, Verkehrsplaner gemeinsam ausbilden zum Thema Stadt, gemeinsam mit unseren Partnerhochschulen, mit verschiedenen Schwerpunkten, die jede Hochschule hat. Und an konkreten Projekten trainieren wir das auch mit den Studierenden. Wir haben zurzeit gerade ein Studienprojekt beendet. Da haben wir uns mit der Berliner Straße in Frankfurt beschäftigt, einer ganz wichtigen, verkehrsbelasteten Durchgangsstraße. Und die Frage war, wie kann diese Straße im Jahr 2030, aber auch im Jahr 2050 aussehen? Und die Studierenden waren aufgefordert zu gucken, wie viel Verkehr wird es in Zukunft dort überhaupt noch geben? Gibt es überhaupt noch Autos in der Innenstadt oder lasse ich nur zwei Spuren? Und wem gebe ich den Rest dieses Straßenraumes? Wie würde auch der Paulsplatz, der daran andockt, gestaltet sein? Wie kann man den auch vor dem Hintergrund des Klimawandels ganz anders denken, sodass man sich dort auch gut aufhalten kann, dass alles grüner wird? So wäre eine Herangehensweise von uns. Die Studierenden sind immer aufgefordert, für sich selbst Visionen zu entwickeln, auch eigene Ansätze herauszuarbeiten, und in der Zusammenschau wird dann eigentlich deutlich, was möglich wäre. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Jahrzehnten zu Stadtstrukturen kommen werden, wo das Auto eine geringere Bedeutung spielt. Trotzdem wissen wir noch nicht wirklich, wie diese Städte aussehen werden, denn das Auto ist natürlich für viele von uns auch eine Notwendigkeit. Nur wenn man sieht, was in den letzten 10, 20 Jahren in vielen Städten schon passiert ist, bin ich sehr gespannt, wie wir das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bewältigen werden. Weil es eben nicht nur darum geht, das Auto jetzt auszuschließen, sondern ich muss eine andere Stadt bauen, damit das Auto nicht mehr so notwendig ist. Meine Vision von einer lebenswerten Stadt wäre eben genau das, dass nicht mehr die Autos den Vorrang haben, sondern die Fußgänger und die Radfahrer, dass man an vielen Orten viel erleben kann, dass Natur auch einen ganz anderen Stellenwert in der Stadt hat und dass die Menschen zusammenkommen, dass es wirklich ein vitaler öffentlicher Raum ist.